Zwischen dem Kanzleramt und der amerikanischen Botschaft sind es gerade mal 1 Kilometer Luftlinie. Bisher haben sich allerdings noch nicht Spekulationen bestätigt. Der Lauschangriff auf das Kanzlerhandy sei direkt vom Botschaftsgelände ausgeführt worden. Zwischen Botschaft und Kanzleramt sitzt der Bundestag. Dort werden Stimmen immer lauter, die einen Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre fordern, mit dem Ex-Geheimdienstmann Snowden als Kronzeugen. Der ist erreichbar, man kann zu ihm Kontakt aufnehmen. Die Dokumente, die jetzt immer wieder eine Rolle spielen, die kann man von ihm erbitten und ihn möglicherweise sogar hierher holen und ihn hier unter Zeugenschutz nehmen. Die Grünen haben eine Sondersitzung des Parlaments beantragt. Außerdem sollen nächste Woche Fachleute in die USA reisen, um mit amerikanischen Regierungsvertretern erneut über die NSA-Affäre zu sprechen. Hier läuft wirklich einiges aus dem Ruder. Und ich war immer der Auffassung, die ganzen letzten Monate, dass die Aufklärung nicht nur nicht beendet ist, sondern dass wir wirklich am Anfang stehen. Der Regierungssprecher erklärte inzwischen, Gespräche Merkels mit anderen Regierungschefs seien nicht betroffen von der Abhörattacke. Wenn es dann um staatspolitisch wichtige Gespräche geht, dann werden die grundsätzlich nur über das Festnetz geführt, auch über besonders verschlüsselte Leitungen. Trotzdem möchte man im Kanzleramt gern wissen, welche Informationen die NSA abgeschöpft hat.